Herzlich willkommen auch von mir heute an dem Nachmittag. Ich werde heute was zu Inspect and Adapt erzählen. Wir haben viele Themen jetzt gehört zu den menschlichen Komponenten von Agile, über den Tellerrand hinausschauen. Was ich heute machen möchte, ist unabhängig von allen agilen Transformationen und machen wir richtig Scrum und machen wir richtig Kanban, geht das überhaupt und so weiter und so fort, möchte ich mal auf so ein Grundprinzip, was zum Beispiel in Scrum verankert ist, nämlich das Inspect und Adapt drauf gucken. Und ich war so mutig dafür, den Titel Agile Elementarteilchen zu wählen oder den Untertitel zumindest, weil ich wie bei Elementarteilchen davon überzeugt bin, dass das etwas ist, was wir in allen Artefakten, in allen Ritualen in Scrum beispielsweise wiederfinden. Und auf die Reise möchte ich euch heute mitnehmen und euch zeigen, wo ich das überall entdeckt habe. Kurz was zu mir. Mein Name ist Konstantin Diener. Ich bin ja gerade schon angekündigt worden. Ich habe vor 10 Jahren eine Firma in Darmstadt gegründet. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, sieht, mit welcher Liebe zum Detail hier Programmplanung gemacht wird. Also nicht nur, dass wir ein thematisch passendes Programm haben, sondern wir hatten jetzt auch das Darmstädter Doppel, ja. Erst mit Katrin und jetzt darf ich. Diese feinen Details sind uns nicht entgangen, Mirko. Was machen wir so? Wir bauen Produkte für Kunden. Das klingt jetzt erstmal total einfallsreich, aber tatsächlich ist dieses ganze Inspect und Adapt und wirklich Produkte zu bauen und nicht irgendwie mal ein Projekt zu machen und dann den Kunden damit wieder nach Hause zu schicken, sondern zu verstehen, wer sind die Kunden und welchen Nutzen haben die davon. Und dieses Verständnis reicht im Zweifel auch weit über das hinaus, was wir dann an Software entwickeln. Das ist so das, was wir tun. Wir sind ungefähr 45 Kolleginnen und Kollegen und versuchen vieles von dem, was ich jetzt gleich erzähle, zu beherzigen, ob uns das immer gelingt. Das stellen wir dann fest, indem wir Inspect bei uns selber anwenden. Als erstes, warum eigentlich Inspect und Adapt? Der ein oder andere wird sagen, ich hätte mich jetzt hier natürlich auch hinstellen können und mal so einen Kontrapunkt setzen auf so einem Agile Day und sagen, ach, das mit so einem ganzen Messen und Inspizieren und so ist alles Käse. Wir wissen auch ganz genau, wie es läuft und so machen wir das dann auch. Dieses Inspect und Adapt ist doch einfach nur aufwendig und nervig, dieses ständig miteinander reden, vor allem wenn man dann eher ein introvertierter Mensch ist, dieses ständige Miteinander reden, einfach mal einen Plan machen und durchführen. Wer von euch hat diesen Spruch noch nie gehört, in seinem Berufsleben, dass man es doch einfach mal einen Plan machen kann, einen intelligenten und den umsetzen? Okay, es gibt tatsächlich einen Menschen. Und als Motivation für das Thema Inspect und Adapt habe ich diese Grafik mitgebracht, die Stacy Landscape. Wem sagt das nichts? Sehr gut, es sind ein paar, dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Ein Herr Stacy hat sich das ausgedacht. Der hat mittlerweile sich in Teilen davon distanziert. Es gibt ein komplexeres Modell noch davon. Aber ich finde das ganz praktisch, um mal zu erklären. Auch so, wenn ich irgendwie agile Trainings mache, dann fragen die Leute immer, ist denn agil die Antwort auf alles? Und meine Antwort auf diese Frage heißt nein, ist es nicht. Und das lässt sich ganz schön an dieser Stacy Landscape erklären. Hier ist mal aufgetragen auf der einen Achse das Thema Anforderungen und auf der anderen Achse das Thema Technologie. Man kann das verallgemeinern, indem man sagt, auf der einen Achse steht, was soll denn gemacht werden und auf der anderen Achse steht, wie soll denn gemacht werden, wo soll es denn gemacht werden oder womit. Und jetzt in dem Nullpunkt dieses Koordinatensystems, da sind alle Anforderungen klar und die Technologien, die man verwendet, sind sicher. Sicher heißt hier nicht im Sinne von Security, sondern eher im Sinne von, wir beherrschen diese Technologien, wir wissen damit umzugehen, wir bauen den 48. Webshop mit denselben Technologien und da gibt es kaum noch Überraschungen, was die Technologie angeht. Auf der anderen Seite dieses Spektrums ist das neue heiße JavaScript-Framework, was wir bisher nur von coolen Konferenztalks auf der WJAX kennen und damit versuchen wir jetzt für den Kunden was zu bauen und stellen fest, dass es da neue Probleme gibt, für die wir noch keine Lösung kennen. Bei den Anforderungen sind die eher klar, eher statisch. Ist relativ klar, was gemacht werden muss, oder ist das unklar, beziehungsweise verändert sich das auch? Ist das volatil? So, und jetzt gibt es verschiedene Bereiche in dieser Landscape. Das fängt unten links an mit einfach und kompliziert. Das Charmante an diesen Arten von Softwareentwicklungsvorhaben ist, dass Ursache- und Wirkungsbeziehungen im Vorhinein
bestimmbar sind. Das ist so der Klassiker für so einen Gantt-Chart, in den agilen Kreisen auch gerne Cant-Chart genannt, weil das eh nie Realität wird. Aber das ist so dieses, ich überlege mir, wie ich es eigentlich machen muss. Ich überlege mir einen schlauen Plan. Wenn ich A tue, wird B passieren. B will ich, super, genauso mache ich es. Das heißt, ich überlege mir einen schlauen Plan, male den auf und dann wird der ausgeführt. Das ist so das, was wir aus der Industrialisierung als Taylorismus kennen, die Trennung zwischen Planung von Arbeit und Durchführung von Arbeit. Das Planen machen schlaue Menschen, das Durchführen können irgendwelche dressierten Affen machen, die dann irgendwelche Abläufe einstudieren. Danach kommen, und das ist der größte Teil, komplexe Vorhaben. Hier sind Ursache- und Wirkungsbeziehungen zumindest im Nachhinein feststellbar. Ich stelle fest, immer wenn ich A tue, dann folgt daraus B und B ist gut, B will ich, also sollte ich vielleicht öfters A tun. Ein Beispiel: immer wenn wir Code-Reviews verstärkt einsetzen in unseren Teams, sinkt die Anzahl der kritischen Bugs in Produktion. Wir wollen wenig kritische Bugs in Produktion, weil wir nicht so auf Adrenalin stehen und auf nachts geweckt werden und so. Deswegen sollten wir vielleicht mehr Code-Reviews verwenden. Ja? Also das ist so dieses, hey, ich mache ein Experiment und finde raus, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist auch, ganz ehrlich, bevor durch den Taylorismus und die Industrialisierung Einzug erhielt, das ist eigentlich das, wie wir in den meisten Stellen natürlich vorgehen. Wenn wir mal über einen Schnupfen hinausgehen, ist das das, was jeder Mediziner tut. Der hat eine Hypothese darüber, was wir wohl für eine Krankheit haben und stellt eine Medikation ein. Und wenn er feststellt, dass diese Medikation nicht anschlägt, war wohl seine Hypothese nicht ganz korrekt, dann verändert er die Medikation. Anderes Beispiel: Fußball, in der 60. Minute den Stürmer auszuwechseln, da kann niemand genau sagen im Vorhinein, ob das eine gute Idee ist. Im Nachhinein weiß das ganze Stadion, ob das eine tolle Idee war. Zumindest haben alle eine Meinung dazu. Also das ist so das mit diesen Ursache-Wirkungsbeziehungen im Nachhinein. Und das ist Inspect und Adapt. Ich gucke mal, ob die Ergebnisse, die ich haben will, die ich gut finde, eintreten. Und wenn ja, mache ich mehr von dem, was ich gemacht habe. Und wenn nein, lasse ich es sein oder tue was anderes. So, den letzten Punkt will ich nicht verschweigen. Es gibt auch noch chaotische Vorhaben, da sind Ursache- und Wirkungsbeziehungen selbst im Nachhinein nicht feststellbar. Ich mache A und es passiert B, das nächste Mal mache ich A und es passiert C. Da sollte man möglichst schnell gucken, dass man aus diesem Modus rauskommt. Wer von euch war schon mal in so einem in so einem Projekt? Also ich habe schon mindestens 3 in meinem Leben erlebt. Es gibt ein paar Leidensgenossen. Klassische Vorgehensweise, wie kommt man da raus? Entweder man nimmt aus den Anforderungen etwas Unsicherheit raus oder man nimmt halt doch nicht die heißeste, neueste Technologie, sondern man nimmt irgendwas Langweiliges, was man schon kennt. Also, Inspect und Adapt. Aber warum stelle ich, das scheint ja total sinnvoll zu sein und eigentlich scheint das auch total natürlich zu sein, bis Herr Taylor uns das ausgetrieben hat. Aber warum stellt sich jetzt ein Typ hin und hält einen Konferenzvortrag darüber, wenn das so, eigentlich so sinnvoll und natürlich ist? Weil oft nur eines von den beiden passiert. Oft gibt es Situationen, da passiert nur Inspect. Also es gibt immer wieder Teams oder Organisationen, und da nehme ich uns gar nicht aus, dass wir sowas auch machen. Da wird nur Inspect gemacht, es wird nämlich nur geklagt, aber nichts geändert. Man hat auch Angst vor Transparenz, man hat Angst vor Veränderungen oder es ist so ein Gefühl von Ohnmacht. Ja, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Ändern daran kann ich eh nichts. Wer bin ich denn, dass ich daran was ändern kann? Ja? Das kann nur das Management, das kann nur der Scrum Master, das kann nur der Product Owner, nur der Kunde, was auch immer. Also das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo wir uns mit Inspect begnügen und nicht Inspect und Adapt machen. Und das Ganze, was wir in dieser Stacy Landscape gesehen haben, das wird natürlich nicht eintreten, wenn wir nur rumlamentieren und jammern. Was aber auch passiert, ist, dass das Inspect weggelassen wird und nur Adapt gemacht wird. Purer Aktionismus. Wir probieren immer mal wieder was aus. Irgendwie ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also fangen wir jetzt mal mit dem Spotify-Modell an. Warum wissen wir nicht? Wir führen jetzt mal Squads ein, wissen nicht warum. Cross-funktionale Teams führen wir jetzt ein, wir wissen auch nicht warum. Machen uns aber auch nie Gedanken darüber, ob die Dinge, die wir so tun, ob die irgendeinen positiven Impact haben. Wir probieren immer irgendwas Cooles aus und sind dann ein bisschen enttäuscht, weil es nicht funktioniert. Offenbar, wir beschließen in jeder Retro neue Maßnahmen, überlegen aber nie, ob die irgendwie was gebracht haben, diese Maßnahmen. Also ob dieses vermehrte Code-Reviews einsetzen oder Pair-Programming dazu geführt hat, dass wir weniger kritische Bugs in Produktion haben.
Auch das sollte uns bekannt vorkommen. Bei den meisten von euch ist es wie bei mir, dass der Chemieunterricht und der Physikunterricht in der Schule schon ein paar Tage her sind. Aber wenn wir uns mal daran erinnern, lief das damals ja so ab, dass wir da Experimente gemacht haben. Und ein Experiment war nicht nur der Versuch, sondern war immer Versuch und Messung. Das geht in unseren Firmen meist ein bisschen verloren, da machen wir nur Versuche. Ganz ehrlich, ich weiß das selber, man hat nicht gedacht, oh, jetzt kann ich aber besonders viel lernen, wenn bei diesem Experiment im Chemieunterricht nicht das rauskam, wenn dieser Stoff nicht ausfällte, wie man das eigentlich erwartet hatte, sondern da irgendwas Komisches passierte, dann hat wahrscheinlich keiner von uns gedacht, jetzt beginnen wir zu lernen, sondern jeder dachte, scheiße, warum funktioniert das nicht so wie in dem Buch? Aber das müssen wir uns öfters in Erinnerung rufen. Experiment ist eben nicht nur Versuchen, sondern ein Versuch plus eine Messung. Und nur messen hilft auch nichts, wenn ich nichts an dem ändere, was ich versuche. Da gibt es ja so ein schönes Sprichwort, Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe versucht und hofft, dass dann mal irgendwann was anderes bei rauskommt. Ne? So, wo finden wir Inspect and Adapt in Scrum beispielsweise? Dafür habe ich mir den Scrum Guide genommen. Es ist immer wieder überraschend, wie wenig Leute den Scrum Guide gelesen haben. Ich lese ihn auch meistens zu solchen Gelegenheiten dann. Er ist einfach ein bisschen staubig. Also, frequently inspect the artifacts and the progress. Bla 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 bla. Also, Scrum hat dieses Inspect and Adapt inhärent eingebaut. Und das will ich jetzt mal mit euch angucken, wo das eingebaut ist. Dafür habe ich hier mal den Scrum-Prozess aufgemalt. Die Puristen werden sagen, eine Product Vision gehört gar nicht da rein, die steht gar nicht im Scrum-Guide beispielsweise. Und User Stories stehen auch nicht im Scrum-Guide, die sind aus XP. Ich habe mir ein bisschen künstlerische Freiheit erlaubt für das, was ich ein sinnvolles Setup finde. So, Product Vision und Product Backlog als erstes. Ein Kollege von mir, ich habe 10 Jahre IT-Beratung gemacht, hat immer gesagt, ist doch toll, wenn du kein Ziel hast, ist jeder Schuss ein Treffer. Ja? Und das ist so, auch wenn man versucht, irgendwie eine Software zu entwickeln, wie oft fragt man dann mal irgendwie die Führungskräfte, das Management, den Sponsor oder sowas nach einer Product Vision oder nach einer Project Vision und keiner hat eine Ahnung, was dann irgendwie mit dem Ding mal erreicht werden soll. Inspect und Adapt kann ich aber natürlich nur machen, wenn ich weiß, was ich da inspecte, was ich erreichen möchte. Also, das Erste in dem Kontext ist, dass ich der Meinung bin, dass User Stories Hypothesen sind, also Experimente und Messungen, also Hypothesen und Experimente. Das heißt, es sind keine Anforderungen. Da habe ich schon hitzige Diskussionen auf beliebig vielen Barcamps zugeführt, weil die Leute dann sagen, ja, eine User Story ist eine Hypothese. Und ich bin aber der Meinung, eine User Story ist eher sowas wie, ich meine, dass es da draußen jemanden gibt, der ein Problem hat, für das ich eine Lösung habe und er bereit ist, auch noch Geld dafür zu bezahlen, für meine Lösung. Ja, das sind alles drei Annahmen, die nicht zutreffen müssen. Und Microsoft hat jetzt vor einem Jahr ungefähr eine Untersuchung rausgegeben. Unter ihren Software-Ingenieuren haben sie mal gemessen, alles das, was die für gute Ideen hielten. Nur das, was die für gute Ideen hielten. Und wir reden nicht über irgendeine Software-Butze, ja? Wir reden über Microsoft. Die sind mittlerweile wieder cool übrigens. Die haben die Ideen, von denen ihre Ingenieure überzeugt waren, dass das eine gute Idee ist, die ihren Kunden hilft, haben sie mal gemessen, welchen Impact es hatte. Und es ist ein bisschen traurig, was dabei rauskommt, aber es öffnet auch die Augen. Am Ende war es so, dass lediglich ein Drittel dieser Ideen, und das sind keine Ideen wie, ja, der Vorstand will das, wir wissen, dass das eine Scheißidee ist, aber der Vorstand will das eben, dann machen wir das so, ja? Sondern nur die Ideen, die deren Ingenieure, Softwareingenieure für sinnvoll hielten, davon gibt es nur ein Drittel, was einen positiven Impact hat. Ein weiteres Drittel hat gar keinen Impact. Es ist völlig egal, ob dieses Feature, ob diese Idee, ob diese Funktion in der Software ist oder nicht, es ist völlig wurscht. Es hat überhaupt keinen Impact beim Kunden und was noch viel erschreckender ist, ein Drittel hat negativen Impact beim Kunden. Hat Microsoft herausgefunden, deswegen wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit User Stories und Anforderungen und wir wissen schon ganz genau, was unsere Kunden wollen. Das ist bei uns auch schon mal richtig schön schief gegangen. Da haben wir nämlich zwei Hypothesen miteinander verknüpft und haben festgestellt, dass die eine stimmte und die andere nicht. Die eine war,
unsere Kunden suchen eigentlich was anderes, als wir ihnen zeigen, und die andere, wir können sie davon eines Besseren belehren, dass das, was wir ihnen anbieten, viel cooler ist, als was sie suchen. Das hat nicht geklappt, aber wir haben herausgefunden, dass sie eigentlich was anderes gesucht haben, und eigentlich wollten wir die Drop-Off-Rate auf unserer Startseite reduzieren. Es ist uns gelungen, sie auf fast 90% zu kriegen, weil die Leute dann auf einen Blick gesehen haben, dass das, was sie hier eigentlich suchen, es hier nicht gibt. Naja, inspect und adapt. Es gibt einige Teams, die das so machen, dass User Stories tatsächlich, ihr kennt dieses Standard User Story Format wahrscheinlich als Rolle, möchte ich Ziel so das nutzen oder so ähnlich, wo der Product Owner oder die Leute, die sich mit dem Produkt auskennen, nur das als und das so das ausfüllen und das Team sich ein möchte ich überlegt, ein passendes Experiment überlegt, um diese Hypothese irgendwie sinnvoll zu verproben. Aber das heißt auch ganz schnell, dass wir nicht mehr mit Output arbeiten. Und wenn wir mit Anforderungen arbeiten, ist es auch so, dass wir meist mit Output arbeiten. Das ist so ein Begriff, der vor allem in vielen Büchern rauf und runter gebetet wird. Wer das ganz schön auseinander nimmt, ist Jeff Patton in User Story Mapping. Das lag ja heute auch schon mal auf das Buch. Geht es uns eigentlich darum, wie viele Features wir rausballern, oder geht es uns darum, dass wir die Probleme unserer Kunden lösen? Und Outcome ist dieses, der Probleme der Kunden lösen und nicht die Pet-Features des Vorstandes umzusetzen. Ja? Also wissen wir eigentlich, damit sind wir wieder bei Inspect and Adapt, wissen wir eigentlich, und wieder in Outcome gesprochen, wann wir wirtschaftlich erfolgreich sind mit dem, was wir da tun? Wissen wir das? Oder bauen wir einfach nur die Features, die wir cool finden oder für sinnvoll? Ja, viele Organisationen definieren erfolgreich dadurch, dass sie möglichst viele Features shippen. Und das ist wieder wichtig für ein Inspect und Adapt, denn dann kann ich sagen, in welche Richtung optimiere ich denn? Wenn ich weiß, was ich messe und in welche Richtung ich optimieren will, dann kann ich das auch tun. Ansonsten wird es schwierig. Dafür brauche ich Ziele. Und im Optimalfall haben die Product Vision jetzt einfach, es passt einfach zusammen. Die Product Vision, wo ich langfristig hin will, was ich langfristig für Kundenprobleme lösen will, was meine Kunden für Probleme haben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Product Vision Sheets ausgefüllt habt und so. Das ist zum Teil, wenn die Leute das erste Mal machen, ein bisschen lustig, weil die dann bei den Bedürfnissen der Kunden ihre Kernfeatures eintragen. Der Kunde möchte eine Push-Nachricht bekommen. Das ist kein Problem, was der Kunde hat. Ja. Also das ist, aber das wird meist besser mit der Zeit. Und dann kann man es irgendwie schaffen, dass die grobe Vision und das Backlog irgendwie zusammenpassen und man die immer wieder miteinander abgleichen kann. Beide dieser Artefakte sind wichtig für Sprint Planning, womit wir bei dem ersten Meeting im Scrum-Prozess wären. Und damit ist die Frage, definieren wir eigentlich in unserem Sprint Planning Experimente oder schaufeln wir einfach aus dem Product Backlog, aus dieser Wishlist der Organisation oder des Vorstandes, des Produktmanagements, des Marketings, oder schaufeln wir einfach nur so viel Kohlen rüber in unseren Eimer wieder reingehen, oder definieren wir irgendwelche sinnvollen Experimente? Wie wirken sich eigentlich die Learnings aus, wenn wir Experimente machen? Wie wirken sich eigentlich die Learnings auf unsere Prioritäten aus? Ist dieses Product Backlog dann doch am Ende ein statisches Dokument, wo am Ende Dinge eingefügt werden in diese Wishlist? Oder ist das etwas, dass wir feststellen, unser Product Backlog ist dynamisch, weil wir jetzt festgestellt haben, durch unsere Experimente aus dem letzten Sprint, dass unsere Annahme gar nicht stimmt und wir vielleicht was ganz anderes rausfinden müssen. Also wirkt sich irgendwie das, was wir da lernen, lernen wir etwas? Und wenn, wirkt sich das irgendwie auf unsere Priorisierung aus? Das nächste ist, wie viel können wir uns vornehmen? Und jetzt können wir, nach neuer Rechtschreibung müsste da ein Leerzeichen hin. Jetzt können wir gerne darüber streiten, ob man das in Story Points und Velocity misst und dann oder in idealisierten Personentagen oder sowas. Aber ich sehe so viele Teams, die sich den Eimer wirklich, und bei Kohlen gibt es keine Oberflächenspannung, ne? Die sich den wirklich richtig schön voll machen und sie wissen, dass sie auch noch Bugs fixen müssen und. Also wissen wir überhaupt, wie viel wir uns zumuten können, wie viel wir an diesen Experimenten in einem Sprint schaffen? Und es gab letztens so einen schönen Tweet, dass wir ja Arbeit eigentlich auch nie in Komplexität
oder in was auch immer idealisierten Tagen messen. Am Ende messen wir Arbeit immer in Angst. Also wäre es am sinnvollsten eigentlich, wenn wir nicht in Storypoints oder Stunden schätzen, sondern in Anzahl Spinnen pro User-Story. Also das ist eine 4-Spinnen-User-Story. Aber das, genau das passiert ja auch in euren Sprint-Plannings. Das ist eine 13. Warum? Ah Gott, da müssen wir Mails verschicken. Und die Mails müssen, die müssen gebrandet sein und die müssen auch in Outlook funktionieren. Und 4 Spinnen mindestens, ja. Okay, messen wir, wie viel Arbeit wir in einem Sprint schaffen können? Messen wir das regelmäßig? Haben wir ein Gefühl dafür? Handeln wir auch danach? Das ist ja auch wieder dieses Inspect und Adapt. Handeln wir auch danach oder sagen wir, ich habe so oft Teams erlebt, die dann sagen, ja, also wir haben eine Velocity, die haben mit Velocities gearbeitet. Wir haben eine Velocity von 12. Ja, also Mut ist ein Scrum-Wert, 18 Storypoints. Jeden Sprint dasselbe. Leute, wir haben jetzt 4 Sprints in Folge 12 Storypoints geschafft. Warum sollten es dieses Mal 18 werden? Ja, läuft, das geht schon. Da gibt es ein schönes Zitat aus diesem Buch. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Adrenalin-Junkies und Formular-Zombies ist schon ein bisschen älter. Unter anderem von Tom DeMarco. Ein wunderbares Buch mit Mustern. Ich habe so herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Und eines dieser Muster ist, da wird der Projektleiter gefragt, das Muster heißt, morgen scheint die Sonne wieder. Da wird der Projektleiter gefragt, warum er denn der Meinung ist, dass er im 8. Sprint jetzt die Verzögerung von einem Sprint wieder aufholen kann, wenn doch bisher in jedem Sprint irgendwas Unvorgesehenes passiert ist. Warum sollte das in diesem 8. Sprint anders sein? Nein. Das würde schon, jetzt würde niemand zum Wehrdienst eingezogen und keine Omas würden mehr sterben und bla bla bla. Jetzt würde alles perfekt laufen und wir holen die Zeit wieder auf. Immer wenn ich sowas höre, sage ich, ja, morgen scheint die Sonne wieder. Also wenn wir einfach nicht auf das hören, was wir so an Zahlenmaterial haben. Und ist alles wertschöpfend? Also ich habe schon in Teams gesessen, da war ich etwas konsterniert, weil wir 1,5 Tage Sprintplanning gemacht haben. Ich habe Tage gesagt, nicht Stunden. Ne? 1,5 Tage Sprintplanning. Ihr kennt das vielleicht so, 8 ausgebildete Menschen gucken dabei zu, wie ein anderer ausgebildeter Mensch Jira-Tickets auf dem Beamer eingibt. Und dann werden Technical Tasks zusammengeschrieben, Anlegen einer Datenbanktabelle mit folgenden Spalten. Warum machst du es denn nicht direkt gleich? Dann wären wir wahrscheinlich nah an dem, was der Thomas uns nachher zum Mob-Programming erzählt. Und das wäre wahrscheinlich wesentlich produktiver, als das jetzt dir dabei zuzugucken, wie du das in Jira eingibst. Aber das ist auch wieder so eine Überreaktion. Wenn wir oft merken, dass wir unsere Arbeit nicht schaffen, wie wir uns vor den Sprint vornehmen, ja, dann müssen wir halt besser planen. Deswegen, das waren 3 Wochen Sprints wohlgemerkt, und dafür haben wir 1,5 Tage Sprintplanning gemacht. Ja? Furchtbar, gruselig. So, also da fällt dann irgendwie ein Sprint-Backlog raus. Und ich habe das hier noch aufgenommen und das ist Teil des Scrum Guides mittlerweile und ein Sprintziel. Und das ist auch wieder total hilfreich, so ein Sprintziel zu haben und nicht einfach nur ein Backlog. So ein Sprintziel ist nämlich eine Hilfestellung, dass das nicht einfach nur, hey, wir nehmen die Kohlen, die oben liegen und schaufeln die in unseren Eimer und tragen die weg, sondern wir haben quasi eine Vision im Kleinen. Wir haben nicht eine Produktvision, so soll es langfristig hingehen. Wir haben eine Vision im Kleinen. Was wollen wir in diesem Sprint mindestens erreichen? Und ich habe jetzt gerade wieder mit einem frisch formierten Team zusammengearbeitet und die haben dann immer versucht, aus den Backlog-Items, die sie da in ihren Sprint gezogen haben, ein Sprintziel zu reverse-engineeren. Das ist ein total lustiger Prozess und das ist am Anfang immer so, ich kenne das. Ja? Und irgendwann haben die angefangen und haben definiert, was denn so ihr Minimalziel wäre. Womit wären Sie denn glücklich, wenn der Sprint zu Ende geht und einer bricht sich ein Bein und der andere stürzt vor die U-Bahn und so weiter, und was man keinem wünscht. Aber Sie kriegen trotzdem dieses Ziel umgesetzt. Und dann haben die angefangen, sinnvolle Sprintziele zu formulieren und nicht einfach, oh, lass mal gucken, was da für Storys drin sind. Darf man auch Kommas und Bindewörter in Sprintzielen verwenden? Vielleicht nicht. Also wenn alle Stricke reißen, was wollen wir denn erreichen? Und passt das in den Sprint? Ich habe schon ganze Kolumnen darüber geschrieben, warum es sinnvoll ist, dass wir User Stories so klein haben, dass sie in einen Sprint passen. Ganz ehrlich, sonst passiert kein Inspect and Adapt. Wenn ihr eine User Story habt, von der absehbar ist, dass sie 3 Sprints mindestens dauern wird, dann kann ich euch ziemlich genau sagen, dass das Team sich dann auch nicht mit dem dämlichen Feedback des Product Owners rumschlagen wird im Review. Das ist ja noch gar nicht fertig. Ja?
Das heißt, ihr werdet kein Feedback kriegen und ihr werdet im Zweifel 3 Sprints lang, die sind dann am besten noch 3 Wochen jeweils lang, ihr werdet 9 Wochen lang irgendwas umsetzen, von dem ihr keine Ahnung habt, ob es zielführend ist. Kommen wir zum nächsten Meeting, Daily Scrum. Auch da ist die Frage, arbeiten wir im Daily Scrum mit Experimenten? Und ich habe schon ganz furchtbare Daily Scrums gesehen und ich habe aber auch schon welche gesehen, wo die Leute tatsächlich mit Experimenten arbeiten. Da steht dann einer und sagt, ja, ich würde heute mal Elasticsearch aufsetzen. Warum? Was wollen wir damit erreichen? Was ist unser Ziel? Was ist besser, wenn wir damit fertig sind? Was erhoffen wir uns davon? Also, wann bist du erfolgreich? Und ich meine, gut, wenn er dann sagt, weil ich da Bock drauf habe, ist das zumindest ehrlich, dann kennen wir das Ziel und können als Team überprüfen, ob das ein valides Ziel für den nächsten Tag ist, dass er Bock drauf hat, Elasticsearch aufzusetzen. Ja? Und der Scrum Guide forciert das ja auch ganz massiv, Inspect und Adapt. Das Daily ist wunderbar dafür geeignet zu gucken, wie nähern wir uns dem Sprintziel? Bringt uns das, was wir vorhaben oder das, was wir seit gestern gemacht haben, irgendwie dem Sprintziel näher? Auch das sind Experimente. Bringt uns das irgendwie dem Sprintziel näher und wir haben immer noch Zeit, umzusteuern. Also, und auch da wird selten dann geguckt, wenn wir tatsächlich in Experimenten arbeiten in unseren Dailies, wie viele von diesen Experimenten haben denn was gebracht? Ja, wir haben gestern mal versucht, das und das umzustellen. Dann einfach mal, so wie in der Retro zu gucken, ob die Retro-Maßnahmen was gebracht haben, im Daily zu gucken, ob das, was man gestern ausprobiert hat, so ganz antrainiert, mal zu gucken, ob das irgendwas gebracht hat. Was lernen wir denn daraus? Progress messen und analysieren. Ich weiß, dass Storypoints nicht mehr so den absolut guten Ruf haben, aber dieses gute alte Burndown-Chart, da habe ich auch schon beliebig viele Diskussionen darüber geführt, aber was das zum Beispiel visualisiert ist, dass der Sprint über die Hälfte rum ist und von den Storypoints sind irgendwie 10% verschwunden. Das heißt, dann kann man mal die Frage stellen, ist unser Sprintziel irgendwie noch sinnvoll erreichbar? Kriegen wir das noch hin? Was ist denn eigentlich, was können wir denn weglassen, um trotzdem noch das Sprintziel zu erreichen? Das wird halt auch viel zu selten gemacht. Und bitte, wenn Progress gemessen wird und analysiert wird, nicht die Stakeholder messen und ihr messt und die Stakeholder analysieren, dieses Team ist zu langsam, das muss schneller werden. Und vor allem er und er sind zu langsam. Ja? Es geht darum, dass ihr das für euch messt und herausfindet, was euch weiterbringt. Ja? Inspect und Adapt und nicht irgendwie PowerPoints-Folien durch die Gegend schicken mit Progress-Informationen. Und das, was ich eben sagte, ganz wichtig, dann kann ich rausfinden, schaffe ich mein Sprintziel überhaupt? Schaffe ich das, was ich mir für als Sprint-Backlog vorgenommen habe? Und wenn nein, kann ich das Sprintziel doch irgendwie noch erreichen? Das ist dann auch so die Antwort auf diese müßige Diskussion von wegen, früher war das im Scrum Guide zumindest, dass das Team das Commitment mit Blut unterschrieben hat und dann konnte ich die zu Nachts- und Wochenendarbeit verpflichten, weil die sich committed hatten. Wie geht denn das jetzt? Der Scrum Guide ist so lässig geworden. Nein, der Scrum Guide geht auf Inspect und Adapt. Was bringt euch das, wenn die Leute Schwachsinn umsetzen? Ja? Also das heißt, dieses, hey, wie können wir unser Sprintziel doch noch erreichen? Das ist etwas, was ihr machen könnt, wenn ihr euren Progress messt. Und tagesaktuelle Qualitätsmetriken habe ich ganz lange nicht mehr in Dailies gesehen. So nach dem Motto, dass einer mal mitbringt, hey, eigentlich hatten wir gesagt, wir wollen mit unseren Feinbox-Warnungen und mit unserer und so wollen wir runter. Das geht, das zeigt das in die andere Richtung. Ist das so? Wollen wir das so? Einfach mal darüber zu diskutieren, wo entwickelt sich unsere Softwarequalität hin? Ist das unsere Absicht, dass wir jetzt 40% Tests mit Add-Ignore haben in unserem Source Code? Stört das keinen außer mir, dass wir 60% fehlgeschlagene Integrationstests haben oder dass die shaky sind oder sowas? Stört es niemanden außer mir, dass seit 3 Tagen der Bild rot ist und wir eigentlich auf Sicht oder blind fliegen? Oder auch so eben Checkstyle, Findbugs, was weiß ich. Und am besten noch, bereitet das, was wir da ausgeliefert haben zuletzt, bereitet das irgendwie Probleme? Gibt es irgendwie eine steigende Anzahl an Bugs in Produktion? Womit wir beim Shippable Product Increment wären. Wenn wir User Stories als Hypothesen mit Experimenten begreifen, dann müssen wir diese Experimente, Inspect-Teil, auch messen. Meist endet das Scrumboard nämlich bei Ausliefern. Weg,
fertig, runter von meinem Tisch. Ist diese Hypothese, die wir da in Software gegossen haben, stimmt die überhaupt? Messen wir das überhaupt? Haben wir überhaupt, und das ist das Lustige, da sind wir auch des Öfteren drauf reingefallen, haben wir überhaupt ausreichend Messpunkte in unserer Software, um zu beantworten, ob diese Hypothese stimmt oder nicht? Ja, diese Funktion benutzt kein Mensch. Ich finde, die benutzt jeder. Okay, dann lass uns nachgucken. Wir stellen fest, wir wissen es gar nicht, wir können es gar nicht messen. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt auch etwas konsterniert geguckt, denn die wichtigere Frage ist ja auch, liefern wir überhaupt in Produktion aus? Oder sind das potentially shippable product increments, weil unser Betrieb das einmal im Quartal, in einem Quartalsrelease live stellt? Wir liefern alle 2 Wochen schön sauber Software und dann wird das alle Viertel oder alle halbe Jahr irgendwie in Produktion deployed. Dann können wir natürlich auch nichts messen. Ja, dann messen wir, dass wir toll Software-Features delivern können, aber ob die im Positiven irgendwie eine Auswirkung haben, wissen wir nicht. Kriegen wir irgendein Feedback aus Produktion? Im Positiven wie im Negativen, habe ich jetzt gerade bei einem befreundeten Unternehmen gesehen, die haben so einen Mail-Verteiler eingerichtet und wenn irgendjemand Feedback über das Kontaktformular oder über das Feedback-Formular eingibt, kriegt das gesamte Team per Mail geschickt. Also sowas wie, hey, das war die Bombe, es hat super gut funktioniert, euer Prozess ist noch viel cooler geworden, ich würde jetzt jeden Tag bei euch was kaufen, bis hin zu, ich finde hier nichts, was ist das für ein Dreck? Ja, also Feedback muss nicht immer heißen, ich habe irgendwelche Metriken in irgendeinem Tool. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ja. Damit wären wir beim Sprint Review. In dem ersten, ich glaube, es war das erste Scrum-Projekt, was ich gemacht habe, da haben wir regelmäßig die Fachabteilung eingeladen, die waren noch so ein bisschen konservativer drauf, die fanden das ganz gut mit dieser Transparenz, den Rest, das war noch so ein bisschen ungewohnt für sie und die kamen dann alle 2 Wochen zum Review, die haben das auch bezeichnenderweise als Demo-Termin in ihrem Kalender gehabt und die setzten sich dann also schön gemütlich hin, so Limbo-artig, haben sich das angeguckt, was wir ihnen da mitgebracht haben und gesagt, ja, schaut gut aus, schaut nicht schlecht aus. Das gucken wir uns genauer dann im Abnahmetest an. Ja. Also das ist, kriegt ihr da wirklich Feedback in euren Reviews? Also so Inspect und Adapt, könnt ihr mit dem, was die Leute euch da sagen, gleich das in eure neue Sprintplanung einfließen lassen? Damit sind wir auch wieder bei, ändert das was an euren Prioritäten oder ist das eigentlich immer nur das Backlog, wo man die obersten paar abschaufelt und in seinen Kohleeimer mitnimmt? Oder entsteht da wirklich was so nach dem Motto, hey, das ist gut, aber hier und bla. Und irgendwann haben wir das so gemacht, dass wir ihnen die Tastatur in die Hand gedrückt haben und gesagt, bitte spielen Sie mal einen Ihrer Prozesse. Wie wir? Ja, Sie. Das ist ein Feedback-Meeting, das heißt Review, nicht Kino. Und dann hat er auf einmal mal was anderes eingegeben als die 4, 5 Schlüssel, die wir uns gemerkt hatten, mit denen das total toll funktioniert hat, diese Software. Und auf einmal kamen 25.000 Ergebnisse und diese Software hat 3 Minuten nicht auf seine Eingaben reagiert. Und schon hatten wir ganz viel neues Feedback für unseren nächsten Sprint. Das habe ich gerade schon gesagt, wie lange prüfen wir unsere Hypothesen, umgesetzt gleich vergessen oder haben wir irgendwie zum Beispiel eine Spalte an unserem Scrum-Board, in dem die Stories hängen, die wir noch messen, wo wir die Hypothesen noch überprüfen, ob die wahr oder falsch sind. Und können wir daraus irgendwie einen Gesamtstatus ableiten, Inspect und Adapt zum Sprintziel, zum passt die Vision eigentlich noch? Bewegen wir uns in Richtung der Vision oder setzen wir haufenweise Pet-Features doch wieder von irgendwelchen Leuten um, die mit der Vision nichts zu tun haben? Das ist auch immer mit Kunden ein sehr interessantes Gespräch. Wenn es dann heißt, ja, wir brauchen aber unbedingt dieses und jenes, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit der Produktvision zu tun? Was hilft das diesen Personas, die wir hier vor 4 Monaten modelliert haben, konkret weiter? Ich habe das Gefühl, das ist nur, weil ihr dieses Feature geil findet, aber das hilft denen überhaupt nichts. Ja? Also passt unsere Vision noch, Inspect und Adapt. Und natürlich auch so hässliche Fragen, wo kommen denn all diese vielen hässlichen Bugs her? Ja? Und jetzt wollen wir mal kurz annehmen, dass Bugs keine Strafe des Herrgotts sind für Teams, die sich nicht ordentlich verhalten, sondern dass am Ende die Teams wahrscheinlich irgendwie selbst dafür verantwortlich sind, dass Bugs entstehen. Ja? Warum auch immer. Ja, ob die jetzt von ihrem Product Owner getriezt werden und deswegen technische Schulden machen, bis es quietscht, oder ob das so ein paar Halunken sind, die mit Softwarequalität eh nicht viel am Hut haben, das weiß ja keiner. Aber am Ende würde ich erstmal gucken, ob die Bugs nicht was damit zu tun haben, wie Softwarequalität in diesem Entwicklungsteam gehandhabt wird. Inspect und Adapt und nicht, oh, das ist schon
fies. Also diese Woche war ja furchtbar, ey, die ganzen Bugs. Ich habe bei uns auch in der Firma den Ruf, ich könnte mit meinen Giftfingern Bugs in Software reintesten. Ja? Das ist Gott sei Dank nur halb im Spaß gemein. Aber allein schon, wenn ich dann wieder den Safari im Private-Modus öffne, dann kriegen sie schon wieder alle Scheißperlen auf der Stirn. So, ach, da funktioniert wieder kein Local Storage. Kannst du nicht mal diesen Scheiß-Safari... Wer benutzt denn Safari? iPad? Oh, okay. Also, das ist auch ein Thema für die Retro dann gerne. Wo kommen die ganzen Bugs her? Und damit wären wir auch bei der Sprint-Retrospektive. Also nicht, der Herrgott will uns diese Woche strafen, lasst uns fein untertänig sein, wir haben uns daneben benommen, wir kriegen viele Bugs jetzt, sondern was haben wir dafür getan, dass unsere Software so viele Fehler hat? Aber auch in der Sprint-Retrospektive, können wir unsere Maßnahmen überhaupt messen? Derselbe Kollege, der das mit dem Ziel und dem Treffer gesagt hat, der sagt auch immer, boah, das klingt nach einer geilen Try-Harder-Maßnahme. Und die höre ich leider zu oft in so Retrospektiven. Da ist wieder irgendwas, hat das Team irgendwas umgesetzt, wo sich im Review rausstellt, dass der Product Owner und die Stakeholder was ganz anderes damit gemeint haben. Man hat aber nicht miteinander gesprochen, sondern einfach die Karte von der Wand genommen und das Ding umgesetzt. Und die Retro-Maßnahme heißt, ihr werdet es schon vermutet haben, wir müssen früher und öfter mit dem Product Owner sprechen. So, und wie messen wir denn das jetzt bitte? Wir haben uns einen kleinen Trick dafür überlegt, für diese ganzen Try-Harder-Maßnahmen und haben Daily-Fragen dafür eingeführt. Also beispielsweise für dieses habe ich seit gestern irgendeine Story von offen auf in Arbeit gezogen. Wenn ja, habe ich vorher kurz mal mit dem Product Owner darüber gesprochen, dass wir ein gemeinsames Verständnis darüber haben, was da umgesetzt werden soll. So kann man diese Try-Harder-Maßnahmen ein bisschen besser in den Griff bekommen. Richtig geil messbar werden die jetzt auch nicht. Und naja gut, es hilft jetzt nicht viel, dass man misst, ja, ich habe ganz oft mit dem Product Owner gesprochen. Aber es ist zumindest ein Anfang. Ja? So, und jetzt haben wir, wenn wir jetzt ganz, ganz artig waren und messbare Maßnahmen aufgesetzt haben in unseren Retrospektiven, dann sollten wir natürlich danach auch eines noch tun, sie messen. Denn, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wie oft beschließen wir alle zwei Wochen fröhlich Maßnahmen, ohne mal zu gucken, was mit den Maßnahmen von vor zwei Wochen, vor vier Wochen, vor sechs Wochen, vor acht Wochen passiert ist, ob die irgendeinen Erfolg hatten. Und genauso wie Microsoft herausgefunden hat, dass nur ein Drittel ihrer Produktideen einen positiven Impact hat, wie wäre es denn damit, wenn nur ein Drittel unserer Ideen in Retrospektiven einen positiven Impact hat? Und wir messen es noch nicht mal. Und ein Drittel von denen richtet sogar Schaden an. Das ist ja großartig. Da sitzen wir alle zwei Wochen, eine Stunde, zwei, was auch immer, zusammen und beschließen die Dinge, die uns am Ende nur schaden. Das ist ja großartig. Ja? Und wir merken es noch nicht mal. Charmant. Und für die Retrospektive auch, ich habe vorhin gesagt, dass oft die Situation entsteht, dass entweder Inspect gemacht wird oder Adapt, aber nicht beides zusammen. Und in so einer Retrospektive bringt es halt auch nichts, wenn das, was wir mit Inspect feststellen, dass Adapt alles außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Deswegen ist doch mal die Frage, was können wir denn tun? So Diskussionen wie, der Kunde ist voll scheiße, was der für ein Setup hat mit seinen Testmaschinen, ey. So ein Tomcat kann man so dekonfigurieren, das ist ja unglaublich. Hilft es, dass wir darüber rumlamentieren? Wir sollten das mal woanders hosten. Hilft uns das, dass wir darüber rumlamentieren oder hilft uns irgendwie eine Testumgebung aufzusetzen, die genauso kaputt ist und die Software-Artefakte hier zu testen, bevor wir sie da hinschicken und dann per Mail das Log vom Betrieb zurückkriegen und dann wieder da drin rumpoolen und versuchen rauszufinden, was denn jetzt genau kaputt gegangen ist. Weil wir heute schon so viele Fußballmetaphern hatten, ein guter Freund hat mir mal gesagt, das, was du da beschreibst, das ist das, was Klinsmann in der Vorbereitung für die WM 2006 in der Nationalmannschaft angefangen hat zu etablieren. Der hat einen Mentalcoach angeheuert und beim DFB natürlich so, Mentalcoach, was ist das denn? Was soll das denn? Und ein maßgebliches Konzept war das inneres Spiel, äußeres Spiel. Äußeres Spiel ist, ja, wir haben heute verloren, weil der Schiri halt Tomaten auf den Augen hat und sorry mit dem Rasen und dann hat es dann noch geregnet. Mit den scheiß Fans im Rücken kannst du eh kein Spiel gewinnen und ganz ehrlich, wenn 11 von mir auf dem Rasen gestanden hätten, dann wäre das heute was geworden, aber mit den Trotteln nicht. Da gab es ja auch gerade so ein paar Trainerentlassungen, der da so ein bisschen wenig selbstreflektiert schien. Also
Und inneres Spiel ist, warum haben wir heute verloren und was habe ich dazu beigetragen, dass wir heute verloren haben? Ja? Was kann ich daran ändern, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und nicht nur darüber rumzulamentieren, dass wir eigentlich voll geil und voll Scrum und voll Agile sind, man lässt uns hier in dem Laden nur nicht. Ja? Also was können wir daran ändern? Was ich ganz selten in so Retrospektiven sehe, aber eigentlich eine durchaus relevante Frage ist, so ein Scrum-Team soll Shippable Product Increments liefern. Und der Scrum Guide sagt auch, dass sie in ihrem Team alle Kapazitäten haben sollen, alle Expertise haben sollen, um das sinnvoll zu tun. Wie oft habt ihr euch in euren Scrum-Teams schon mal gefragt, ob ihr all das an Bord habt, was ihr braucht, um Shippable Product Increments zu liefern? Meine Erfahrung sagt relativ selten. Oft ist das auch so ein Zeichen, wenn man an so einem Scrum-Board irgendwie so eine Blockspalte hat. Wir warten schon wieder auf Marketing. Design muss uns noch ein paar hübsche Bilder dazu malen. Wir brauchen noch ein paar Buttons aus Design und sowas. Ja? Das sind klassischerweise so Dinger, wenn immer wieder dasselbe in so einem Blocked-Area oder wie auch immer ihr das nennt oder rote Post-its dran geklebt, wenn immer dasselbe wieder der Grund ist, dann ist euer Team wahrscheinlich nicht crossfunktional genug aufgestellt, um Produktinkremente zu liefern. Aber das ist auch mal so eine Frage, die man sich ab und zu mal stellen könnte. Das ist meine Product Vision, da will ich hin. Hier gucke ich mal, was für ein Backlog daraus gekommen ist. Und das sind die Experten, die wir in unserem Team haben. Schaffen wir es damit überhaupt, Shippable Product Increments zu liefern? Oder fehlt uns dafür Expertise in unserem Team? Haben wir also externe Abhängigkeiten? Das habe ich zusammengefasst mit dieser schönen Kasperle-Theaterfrage. Seid ihr alle da? Also das sollten wir uns auch mal fragen. Haben wir überhaupt alle Experten an Bord? Und dann... Es gibt nur eine Rekursion. Das macht ihr vielleicht in euren Retrospektiven, euch ab und zu mal zu fragen, wie wertvoll eure Retrospektiven sind. Ich meine, da gibt es Return on Time Invested und was weiß ich alles für Retro-Methoden. Aber wenn wir uns das mal überlegen, wir verbringen dann anderthalb Stunden, zwei Stunden, alle zwei Wochen unsere Arbeitszeit damit, unsere Arbeitsprozesse verbessern zu wollen, unsere Arbeit zu verbessern, unsere Zusammenarbeit zu verbessern. Gelingt uns das überhaupt? Das ist auch wieder dieses, im Zweifel sitzen wir anderthalb Stunden alle zwei Wochen zusammen, in denen wir was Sinnvolleres tun könnten, als Schaden anzurichten, weil wir uns Experimente überlegen, die am Ende negative Auswirkungen haben. Also regelmäßig mal darauf zu gucken, bringen denn unsere Retrospektiven irgendwas? So, damit bin ich, glaube ich, einmal komplett durch das Scrum-Framework geflogen mit euch und habe so ein paar Stellen ausgedeutet, an denen ich meine, dass sich überall diese Elementarteilchen Inspect und Adapt in Scrum eigentlich verbergen, unabhängig davon, ob wir das jeden Tag einsetzen oder nicht. Und wenn euch das ein bisschen gefallen hat oder auch verwirrt und ihr das nochmal nachlesen wollt oder wie auch immer zu diesen ganzen Themen wie Agilität, DevOps, New Work, Buzzword, Bingo, habe ich eine Kolumne im Java-Magazin, herzlich eingeladen, das zu lesen. Mirko, hör jetzt mal kurz weg. Wer das Java-Magazin nicht abonnieren möchte, der kann das natürlich gerne auch auf Jugcenta nachlesen. Das gehört ja auch zum Java-Magazin quasi dazu. Hier gibt es einen QR-Code, gibt es zu allen möglichen Themen rund um Agilität immer neueste Gedanken. So, und damit wäre ich für heute durch. Wir haben jetzt gleich Pause. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommt gerne vorbei, sprecht mich an. Ich bin heute und morgen noch hier auf der WJAX und freue mich auf anregende Gespräche mit euch und noch auf einen spannenden Nachmittag. Vielen Dank. Applaus